Hi. Heute besuchen wir mal wieder unseren guten alten Zoo, ein bisschen den Stau abpusten. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge hier bei den Simpsons und wir gehen, du hast richtig gehört, mal wieder in unseren guten alten Zoo. Ja, das Projekt ist noch da, es lebt noch. Naja, zum Teil. Wir wollen den Zoo natürlich auch irgendwann mal fertigstellen. Ich habe mich davor immer ein bisschen gedrückt, weil ich nicht genau wusste, wie ich jetzt hier das weiterbauen soll. Gut, ein Gebäude, was wir uns heute, oder ein Gehege, was wir uns heute bauen, hatte ich schon damals vor, aber irgendwie noch nicht so den Anreiz gehabt oder noch nicht so die Vorstellung, wie ich mir das Ganze umsetze. Es handelt sich um unser Panda-Gehege. Ihr kennt vielleicht die Folge, wo Homer sich einmal als Panda ausgegeben hat und dann in das Gehege gestiegen ist und mit einem anderen Panda ein bisschen gekuschelt hat. Ihr seht auch wieder meinen guten, wunderbaren Vorbau. In dieser Folge wollen wir das Ganze ein bisschen vereinfacht mal ein bisschen aufbauen. Ist wirklich einfach zu bauen. Dieses Panda-Gehege besteht eigentlich hauptsächlich aus zwei Kreisen und dann einen Berg. Naja, darauf gehe ich noch ein bisschen ein. Ich bin so ein bisschen verdutzt. Ich weiß nicht genau, was meine anderen Zootiere hier machen. Ich habe ja zwei Geparde und die zwei Kopfnüsse. Ich weiß nicht, was mit den beiden los ist. Ansonsten ist mir das letzte Mal auch aufgefallen, schon eine Weile her, ich glaube zwei, drei Updates, ne, wo mal so ein Update mit Katzen war. Und seitdem sind ja irgendwie meine Tiger ein bisschen kleiner. Ich weiß gar nicht, ob die dadurch dann auch ein bisschen gezähmt sind. Boah, nee, doch nicht. Na gut, so, aber heute dreht sich nicht um unsere Raubkatzen, sondern eher um unsere Pandas. Und da wollen wir natürlich jetzt einmal unser schickes Gehege basteln. Und mein einer Panda, der ist hier in die Grube gefallen. Ach, du Schlimmer. So, ich hoffe, du gehst nicht nochmal in die Grube. Na gut, dann wollen wir uns mal ranmachen, unser Gehege uns auch ein bisschen zu basteln, damit das auch ein bisschen Gestalt annimmt. Um mit unserem Panda-Gehege zu beginnen, holen wir uns einfach mal ein bisschen graue Keramik raus. Grauer Beton, hellgraue Keramik, dann ein bisschen braune Keramik, dann ein bisschen normale Keramik, also viel Keramik. Dann holen wir uns ein bisschen Grasfarb für unser, also für den Boden des Geheges. Irgendwie ist es der einzige Block, der so ein bisschen die Farbe hat, wie in der Folge, der Boden hat. Ansonsten gibt es da kaum einen Block, der irgendwie an der Farbe rankommt. Dann holen wir uns auch ein paar Eisengitter raus, dann eine Eisenfalltür und einen Teppich. Ich empfehle euch mal hellgrauer. Und bevor wir jetzt, sage ich mal, mit dem Bau des Geheges beginnen, blende ich euch nochmal die Folge ein. Falls einer dabei ist, der sich die Folge hier nochmal angucken möchte, ne, was so alles mit diesem Gehege passiert in der Folge, ne, oder was auch mit dem Panda passiert. So, wir beginnen erstmal damit, bevor wir jetzt überhaupt loslegen, uns was zu platzieren, erstmal einen Kreis freizuhauen. Ich habe mir alles hier schon ein bisschen vorgebastelt, von daher habe ich ja hier alles vor. Also an sich müsst ihr euch einfach erstmal so einen Kreis freihauen. Der Kreis besteht an sich aus einer Anfangsfläche von 9 Blöcke. Dass wir uns hier erstmal 9 Blöcke uns hier so ein bisschen langziehen. Oder freihauen erstmal gesagt. Dann gehen wir zur Seite und schlagen 1, 2, 3 Zweier zu jeder Seite einfach mal weg. Ne? 3 Zweier dann zu jeder Seite. Dann schlagen wir 5 Einer einfach mal so schräg zur Seite weg. Dann geht es dann wieder hier so auf der Seite eigentlich mit dem gleichen Spiel wieder zurück. Ne? Dann 3 Zweier und dann ein Neuner setzen wir uns hier hin. Und das ist eigentlich das Maß von unserem Kreis. Ich stelle mich nochmal hier oben hin. Ne, wir haben hier, sage ich mal, da einen Neuner, dann 3 Zweier und dann an den Ecken 5 Einer. Wenn wir den Kreis dann soweit erstmal dann haben und den so freigehauen haben, kann man sich den schon ein bisschen nach unten graben. Und mein Panda ist ja einmal in die Grube gefallen. Ich sorge später dafür, dass er nicht mehr runterfällt, indem ich dann hier mit Barriereblöcke mir das Ganze platziere. Ich weiß, ein paar Leute von euch, die zocken nicht auf Xbox, die haben das vielleicht nicht, ne, wenn sie auf PlayStation oder sowas spielen. Am PC gibt es das ja, aber auf PlayStation ja wie immer leider noch nicht. Naja. Und keine Angst, du fällst nicht bei mir in die Grube. Naja, ansonsten, wer die Barriereblöcke nicht hat, sollte vielleicht hier das Ganze ein bisschen tiefer basteln. Ich weiß nicht, ob 3 Blöcke immer noch so zu niedrig ist, dass der Panda sagt, ha, 3 Blöcke, da springe ich noch runter. Ansonsten müsst ihr euch das ein bisschen tiefer machen. Ansonsten gebe ich euch das Standardmaß halt vor mit 3, also nicht 3 Blöcke, sondern an sich dann 5 Blöcke tief, dass man sich das hier ein bisschen buddelt. Ihr macht dann einfach auf der obersten Ebene dann einfach grauen Beton hin und darunter macht ihr dann einfach graue Keramik hin. Ne, wie gesagt, so 4 graue Keramik. Ihr könnt das auch immer gerne doch tiefer machen, wenn ihr wollt, aber ich sag mal so 5 Blöcke tief, das reicht schon. Wenn man sich dann, sage ich mal, seinen Kreis dann so ein bisschen langgezogen hat, auch die Tiefe so ein bisschen eingestellt hat, geht's weiter mit dem nächsten Kreis. Wir richten uns einfach am besten hier von unserer neuner Fläche ein bisschen aus. Da lasst ihr dann einfach, würde ich mal sagen, unten auf dem Boden so 3 Blöcke Platz. Dann setzt ihr euch einen 7er hin, ne, so eine Fläche von 7. An den Seiten macht ihr dann jeweils einen 3er hin, dann kommt ein 2er und dann 4 Einer. Ne, dann geht es eigentlich das gleiche Spiel wieder zurück. Dann 2er, ein 3er und dann ein 7er. So, dann machen wir uns durch einen Kreis dann auch erstmal wieder hier so hin. Dann könnt ihr euch ruhig ein bisschen vorzeichnen mit irgendeinem Block. Und wenn wir dann unseren inneren Kreis dann auch fertig haben, kommt es dann auch wieder auf die Höhe an. Wie gesagt, das kommt dann darauf an, wie tief du dir das jetzt hier gemacht hast.
An sich empfehle ich dir dann unten unsere hellgraue Keramik zu nehmen und dann auf der obersten Ebene braune Keramik. Ihr solltet dabei dann auch noch den Höhenunterschied beachten. Ich empfehle euch, sag ich mal jetzt, zu unserem äußeren Kreis, so zwei Blöcke sollte der überstehen. Auch wenn es nur einer Block, also wenn es auch nur ein Block ist, der ein bisschen übersteht, geht das auch noch. Aber jetzt so zwei Blöcke sollte schon der Außenrand nach oben ragen. So, jetzt haben wir schon mal unsere zwei Kreise gezogen. Einmal den äußeren Kreis für unseren Graben und dann den inneren Kreis für das Gehege des Pandas. Ne? Die Lauffläche, wo er sich natürlich frei bewegen kann. Jetzt beginnen wir so langsam uns den Berg zu zeichnen. Ne, den Unterschlupf des Pandas wollen wir uns ein bisschen basteln. Dafür holen wir uns jetzt einfach mal unsere Keramik raus. Wir fliegen jetzt an den Seiten unseres Kreises hin. Ja, muss man sich jetzt aussuchen, wo die Seiten sind. Bei mir fange ich jetzt einfach mal hier an, auf einer dieser 9er Flächen. Ich fliege dann so einfach nach vorne zu, würde man sagen, zur rechten Seite der 9er Fläche und setze mir erstmal hier eine Keramik hin. So, das Ganze ziehe ich mir dann insgesamt viermal so ein bisschen, sage ich mal, zu meinem inneren Kreis. So, dann gehe ich jetzt hier auf meinen inneren Kreis und setze mir hier dann 3 normale Keramiken hin. Dann biege ich hier so ab und setze mir 1, 2, 3, 4, 5 mal Keramik hin. So, jetzt gehe ich wieder so schräg nach vorne, setze mir 3 Keramik hin, 1 Zweier und dann 2 Einer. So, wir machen das mal synchron auf der anderen Seite mit. Ne, wir haben hier unsere 9er Fläche, da können wir dann einfach mal gerade dann hier 4 Keramikblöcke einfach mal so lang setzen. 3 setzen wir dann hier oben noch drauf, biegen dann hier zur Seite ab, setzen da insgesamt 5 mal Keramik hin, dann ein Dreier, ein Zweier und dann 2 Einer. Dann können wir jetzt einmal die Mitte hier ein bisschen verbinden. Das heißt, jetzt einfach setze ich hier zur Seite weg 3 Blöcke. Mache ich natürlich auf beiden Seiten. Und dann die obere Mitte hier können wir dann einfach komplett zuziehen. So, jetzt haben wir schon mal die Innenseite von unserem Berg ein bisschen vorgezeichnet. Jetzt kommen wir natürlich noch zur Rückseite. Da setze ich mir jetzt einfach mal eine weitere Keramikreihe einfach mal hier so gerade erstmal lang auf unserer 9er Fläche. Dann setze ich so ein Zweier vorne hin. Denn so schräg davon ein Einer oder 2 Einer eher gesagt. Ne, und dann können wir da, würde ich mal sagen, den einfach hier zur Seite abbiegen, machen so ein Zweier hin, dann wieder 2 Einer. Und dann haben wir ja hier noch unseren Kreis hin. Ne, da kann man das dann einfach so mit Keramik ein bisschen austauschen. So, das machen wir nochmal auf der anderen Seite. Also wir haben ja hier unsere 9er Fläche. Da setzen wir uns erstmal eine Keramikreihe hin. Ne, dann geht sie mit so einem Zweier schräg weiter. Dann kommen 2 normale Einer hin. So ein Zweier hier zu unserem Kreis hin. Dann mal 2 Einer an sich so hinsetzen. Und nach diesem dann letzten Einer so ein bisschen, können wir hier dann unseren Kreisformat einfach so übernehmen, wie wir das haben. So, dann haben wir unseren Berg schon so ein bisschen vorgezeichnet. Ne, also den Grundriss. Jetzt wollen wir das Ganze auch ein bisschen hochziehen. Und zwar aber richten wir uns jetzt, sage ich mal, jetzt hier auf der inneren Ebene. Wie hoch das so ein bisschen ist. Das Ganze soll insgesamt 4 Blöcke sein. Und dann geht das an sich dann auch wieder einmal so nach innen. Ne, so ein bisschen pyramidenmäßig machen wir das denn. Sage ich mal dann hier, dass wir, sage ich mal, hier das Maß so auf 4 Blöcke haben. Und dann innen drin, ne, wie so pyramidenmäßig halt, so dass wir dann eine Blockreihe so da hinten dann hier auch nochmal alles zusetzen. So, aber weil das ein bisschen vielleicht zu kompliziert ist, machen wir erstmal alles hier auf die gleiche Höhe. Und der äußere Rand jetzt hier auch, wo es tief ist, das kommt halt alles auf die gleiche Höhe, wie, sage ich mal, jetzt das hier ist, ne, so 4 Blöcke. Ne, da machen wir erstmal so das Maß. Ich mache das erstmal hier, zack. So ein bisschen meine ich das, ne? Dass wir uns das erstmal hier alles auf die gleiche Höhe setzen. Ne? Hier innen drin achten wir drauf. Halt 4 Blöcke soll das hoch sein. Und dann ziehen wir das, also die Rückseite dann einfach auf die gleiche Höhe. So, da seht ihr gleich, man kann da schon ein paar Sachen jetzt noch machen, bevor wir jetzt hier weiter mit dem Berg bauen. Zum einen kann man hier vorne jetzt die Fläche mit unserem Graspfad oder Graspfadblock hier alles einmal ausfüllen. Ne? Die Fläche, damit hier unser Panda hier sich schon mal ein bisschen drauf bewegen kann. Ansonsten kann man denn natürlich auch noch, sag ich mal, wenn ihr euch hier schon so ein bisschen, sag ich mal, hier Boden platziert habt im Graben. Nur bei mir ist es jetzt einfach mal alles Gras, weil in der Folge sah man auch, dass sich der Graben unten alles mit Gras befindet. Da kann man auf der Rückseite natürlich sich auch so ein Grasboden sich ein bisschen platzieren. Aber ich würde auf der Rückseite das Ganze ein bisschen höher setzen als vorne. Vorne könnt ihr das genau unten halt am Boden ansetzen. Und auf der Rückseite empfehle ich euch, ja, würde ich mal sagen, ihr lasst ja auch so ein bisschen noch so... Also 3 Blöcke ein bisschen Platz. Ne? So eine 3-Block-Ebene sollte hier oben noch Luft sein. Und dann könnt ihr ja eigentlich hier hinten auch alles mit Gras oder Grasblöcken hier so ein bisschen ausfüllen. Und mir fällt gerade auf, hier so ein bisschen an der Seite. Jetzt haben wir hier natürlich so eine Lücke. Ja, können wir ja eigentlich. Können wir das eigentlich komplett hier zumachen? Ich überlege gerade so ein bisschen. Ja, hier könnte man eigentlich das komplett, sage ich mal, gerade machen. Dann kann man vielleicht auch später noch einen Busch hier vielleicht oben draufsetzen. Hm, wer weiß.
Ansonsten, wenn jetzt die Frage kommt, ja, wie machen wir das hier innen drin mit dem Boden? Da weiß ich selber auch noch nicht so ganz, wie ich mir das gestalten will. Von daher kann man sich ja auch erstmal das alles noch offen lassen innen drin, falls man hier noch keinen Boden sich platziert hat. Da wird eh noch ein bisschen rumgetüftelt, aber jetzt geht's erstmal weiter mit dem Berg. Und zwar wollen wir jetzt hier die nächste Ebene drauf machen. Wie gesagt, so pyramidenmäßig machen wir das Ganze, weil wir wollen ja dann am Ende den Berg auch noch ein bisschen bearbeiten. Der soll ja dann nicht so stumpf so ein bisschen sein. Von daher ziehen wir jetzt hier eine weitere Reihe, aber die, sag ich mal, einmal nach innen gesetzt ist. So, das machen wir dann hier auch wieder einmal komplett ringsrum. Habe ich euch eigentlich gesagt, wie hoch euch das ziehen sollt? Ich glaube nicht. Jedenfalls 4 Blöcke kommt dann die nächste Ebene auf unserem Berg rauf. So, jetzt kann man dann schon, wenn man sich das dann so hochgezogen hatte, eigentlich hier oben das alles einmal zuziehen. Ne, füllt man einfach hier noch die Decke einmal aus. Ich habe schon gleich überlegt, nachdem wir jetzt hier die Decke ausgefüllt haben, wir machen jetzt hier noch ein paar Eingänge für die Höhle des Bären oder von unserem Panda eher gesagt. Und zwar gibt es insgesamt 2. Ich habe jetzt hier mir eine schon mal so ein bisschen vorgehauen, um zu gucken, wie man ein bisschen machen kann. An sich ist das synchron auf beiden Seiten. Und zwar, wir fliegen hier, würde ich mal sagen, ja egal welche Seite, ist ja beides synchron. Ja, wir mal vorne hin. Wir haben ja hier vorne eine 5er Fläche, dann kommt eine 3er Fläche, da können wir dann eigentlich hier die, ja, erste oder letzte Schicht jetzt hier von dieser Dreierfläche mal also einfach weghauen. Sagen wir mal, wir gucken hier vorne rauf, schlagen dann hier einfach mal 3 Blöcke weg auf der linken Seite. Denn von diesen Zweierfläche können wir eigentlich komplett 2 Blöcke weghauen, auch auf eine Dreierhöhe und dann hier nochmal auf dieser einer Fläche schlagen wir auch nochmal 3 weg. So, hier drüber können wir jetzt erstmal so ein bisschen das Maß einmal weitergeben, ne? Wo einfach hier die Blöcke einmal so ein bisschen nach oben versetzen und schlagen dann darunter die auch nochmal weg. So, das ist so ein bisschen der Eingang zur Höhle des Pandas. Das macht man natürlich auf beiden Seiten. Jetzt kann man das natürlich ein bisschen noch bearbeiten. Die Frage ist, wie man sich das bearbeiten will. Man kann jetzt einfach so loslegen, ein bisschen nach vorne sich das, sage ich mal, noch hier so ein bisschen nach vorne sich so ein bisschen zu platzieren, wie ich das jetzt hier so ein bisschen mache. Aber ich weiß noch nicht genau, wie das denn aussieht. Von daher, sage ich mal, machen wir erstmal noch einen anderen Schritt. Und zwar, wenn wir uns jetzt, sage ich mal, den kompletten Berg so ein bisschen bearbeiten. Ja, wie bearbeitet man sich einen Berg, indem wir, sage ich mal, am besten unten anfangen, dass wir hier, sage ich mal, überall noch ein paar Strukturen uns hier erstmal so ein bisschen hinbasteln. Und dadurch den nicht vergessen, wir haben hier mit Grasfahrt gearbeitet. Das heißt, wenn ihr euch hier unten, sage ich mal, jetzt noch ein bisschen was hinsetzt, müsst ihr darunter dann auch nochmal Keramik machen. Ansonsten sieht man da immer diese Erde. Und das sieht natürlich nicht so schön aus. Ne? Von daher müssen wir das hier noch ein bisschen ordentlich bearbeiten. Ne? Setzen wir uns das hier so ein bisschen bergmäßig hin. Fängt man unten an und dann macht man hier oben das natürlich dann auch nochmal so ein bisschen das Spiel hier ein bisschen weiter. Das kann sich jetzt natürlich ein bisschen hinziehen, bis man sich, sage ich mal, hier seinen Berg so ein bisschen gemacht hat. Ja, das sieht doch eigentlich gar nicht mal schon so schlecht aus, wenn man sich das hier so ein bisschen macht. Und unten muss man dann natürlich auch immer noch dann alles sich hier ein bisschen mitziehen. Ja, wenn man sich das hier so ein bisschen halt bastelt. Ah, da muss man ein bisschen rumtüfteln. Ne, das kann jetzt ein bisschen dauern, das werde ich mir jetzt auch noch ein bisschen mit beschäftigen. Den Berg so ein bisschen bergmäßig aussehen lassen, ne? Dass man sich hier so ein bisschen hinsetzt, ein bisschen da ein bisschen rumtüftelt. Man kann hier auch ruhig mal wieder ein bisschen was weghauen, wenn man möchte. Auch jetzt hier, sage ich mal, draußen auf der Seite. Ich habe ja erst gedacht, ich mache mir hier so ein Geländer hin, aber man könnte auch sagen, gut, jetzt hier, würde ich mal sagen, auf dieser 9er Fläche mache ich jetzt nicht unbedingt jetzt ein Geländer hin. Hier kann man dann auch ruhig ein bisschen den Berg noch mit bearbeiten. Ne? Dann haben wir hier ein bisschen mehr Fläche für, dass man hier ein bisschen was macht. Ja, jetzt kann man anfangen, sich natürlich den Berg hier so ein bisschen zu bearbeiten und ganz oben machen wir auch nochmal das Spiel. Aber da würde ich jetzt nicht so derb übertreiben, da würde ich sagen, da macht ihr euch, sag ich mal, so ein paar, ja, jetzt so einer Flächen oben rauf. Ne? Da könnt ihr euch hier ein bisschen bearbeiten. Wie gesagt, ihr könnt auch hier ruhig ein bisschen was vom Berg weghauen, ne? Damit das hier auch ein bisschen kantiger aussieht, ne? Und nicht so viereckmäßig hier alles so, ja, quadratmäßig hier so einfach so ein bisschen lang gebastelt. Ne? Wie gesagt, ihr könnt auch ruhig immer ein bisschen was weghauen aus dem Berg. Ein bisschen hier noch das Ganze bearbeiten. Ne? Ihr kennt das ja. So, ich werde mich jetzt hier einfach mal vorne ein bisschen hinstellen und mich ans Werk machen, das Ganze jetzt hier noch zu bearbeiten. Oh, ich bin fertig. Habe jetzt auch nicht so allzu lange dafür gebraucht, wie gedacht. Sag mal, rechnet so 15 Minuten mal mit ein, den Berg ein bisschen zu bearbeiten. Ne? Da muss ja kein Meisterwerk werden von euren Bergen, die ihr euch so ein bisschen craftet. Einfach so ein bisschen haut ihr da ein paar Blöcke dazu, ein paar haut ihr weg, sodass es so ein bisschen die Form von einem Berg hat. Ist ja eher alles künstlich, ne, in dem Zoo hier. Von daher geht das Ganze. So, die nächste Aufgabe, die wir machen, ist jetzt ein Geländer ringsrum basteln. So, man kann ja nicht nur gucken, was hat man hier so ein bisschen Platz. Ich mache mir immer so das Geländer, das ist immer so ein Abstand immer zum Eisengitter zu Eisengitter hat. Man beginnt am besten mit dem Geländer auf eine 9er Fläche hier vorne bei unserem Kreis halt, ne? Wir haben ja an den Seiten eine 9er Fläche. Da beginnt ihr dann auch mit dem ersten Eisengitter und dann sollte das perfekt aufgehen. Jetzt haben wir jetzt, gehe ich jetzt hier rum. Ich habe mir natürlich meinen Berg hier an der Seite ein bisschen überstehen lassen. Dann gucke ich jetzt einfach mal, wo das jetzt hier so ein bisschen weitergeht. Und da setze ich mir dann das Ganze hin. Ne?
die Eisenfalltüren sind dann immer, sage ich mal, das Bindeglied dann immer zum nächsten Eisengitter, ne? Und dann zieht man sich hier so lang. Jetzt haben wir natürlich jetzt hier nicht so das Maß, wie geht es jetzt hier weiter. Da beginnt man dann einfach am besten dann halt auch hier dann auf der Rückseite. Ne, sucht sich hier die Mitte raus, dann setzt man sich hier dann auch immer so das Eisengitter so ein bisschen hin. Ne, und ihr lasst immer so einen Block vom Eisengitter zu Eisengitter Abstand. Ne, und dann sollte das eigentlich perfekt hier alles aufgehen. So einen Abstand lassen, zack. Jetzt halt hier hin, einen Abstand. Ha, seht ihr, geht perfekt auf. Ne, man könnte auch sagen, gut, mache ich hier noch dazwischen ein. Ne, dann geht das hier eigentlich alles gut auf. So, mein Geländer steht schon mal auf der Rückseite. So soll es dann natürlich ein bisschen aussehen, wenn es fertig ist. Jetzt kann man natürlich das ganze Spiel auch noch auf der Vorderseite machen. Ne, wie gesagt, sollte perfekt immer aufgehen, wenn ihr, sag ich mal, hier vorne dann bei der neuen Fläche in der Mitte anfangt. Ne, dann sollte nichts schief gehen, dann geht das alles super auf. Auch wenn man, sag ich mal, hier an der Seite nicht irgendwie den Berg überstehen lässt. Ne, dann sollte es auch trotzdem passen. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt schon beginnen, so ein bisschen unser Schild zu machen von unserem Panda-Gehege. Oder wir gehen, sage ich mal, in die Höhle so ein bisschen rein und können das hier noch schon ein bisschen bearbeiten. Ne, ihr könnt euch das hier natürlich so groß gestalten, wie ihr wollt. Ne, ihr seht, ihr habt Platz, ihr könnt euch das hier alles ausbauen, wie ihr möchtet. Selbst unser Panda-Bär, der streunert hier schon ein bisschen rum. Ne, und dann kann man immer gucken, wie man sich das hier innen drin ausbauen möchte. Bei den Simpsons ist halt nicht genau was vorgegeben. Es gibt zwar eine Szene, wo, sage ich mal, Homer mit dem Panda in der Höhle ist und am Ende abhaut. Da ist er so ein bisschen, sag ich mal, hier hinten so rausgekrabbelt, übers Gitter gesprungen. Hm, aber ich weiß noch nicht genau, wie man sich das so ein bisschen darstellen könnte, wenn er jetzt so übers Gitter abhaut, weil hinten ist das alles zu und... Ha, seht euch einfach das Bild an. Also ich verstehe nicht ganz, wie man sich das dann hier so gestalten kann. Da muss man noch ein bisschen überlegen. Hm, von daher fangen wir jetzt erstmal mit dem Schild an. Schnappt euch mal bitte eure Eisengitter. Damit geht es jetzt los und zwar, wir fangen dann vorne hier auf dieser Fläche einfach mal an. Wo euch genau das platziert ist, so Geschmackssache. Ich würde euch empfehlen, das sage ich mal an den Seiten halt hier, ja nicht genau jetzt, wo der Berg ist, sondern so ein bisschen davor. Sagen wir, wir haben ja hier einen Zweier, dann haben wir noch einen Zweier. Und bei den Zweier dann, also beim zweiten Zweier dann vorne, setze ich mir einfach mal hier an den Seiten so vier Eisengitter hier so hin, dass wir hier so ein kleines Viereck haben. So, und dieses Viereck können wir jetzt erstmal hochziehen. Die Höhe davon ist eigentlich, ja, also da muss man nicht zählen. Es ist eigentlich augenmaßmäßig und zwar müssen wir uns das Ganze so hochziehen, wie wir den Berg ein bisschen haben. Da können wir so ein bisschen gucken. Ja, da haben wir das schon mal so ein bisschen wie den Berg und dann können wir hier uns erstmal die Eisengitter hochziehen. Das machen wir natürlich dann einmal hier auf der rechten Seite, wo wir sind. Wieder natürlich dann auch einmal auf der linken Seite. Sollte dann auch synchron passen. Also achtet drauf, wo ihr jetzt eure vier Eisengitter euch da platziert und hochzieht. Das solltet ihr dann synchron auf der anderen Seite auch machen. Ich habe mir nochmal so ein bisschen unser Panda-Gehege nochmal angeguckt bei den Simpsons. Also ich würde mal sagen, wir machen das Ganze, würde ich mal sagen, zwei Blöcke höher als, sag ich mal, unser Berg ist. Dann sollte das Ganze so ein bisschen passen. Denn wir müssen ja, sag ich mal, da denn, sag ich mal, dann auch zwei Ebenen noch rüberziehen. Ne, das würde dann irgendwie doch dann aufgehen, wenn ich mir das so ein bisschen angeguckt habe. Können wir mal gucken. So zwei höher. Ich würde schon fast sagen, noch ein dritte. Ich würde es einfach nochmal machen. Einfach noch eine dritte. Dann ist es noch ein bisschen größer, weil wir machen hier noch ein Schild hin und das hängt ja auch noch so ein bisschen nach unten. Nicht, dass wir da dann doch zu tief sind. Ich würde sagen, ja, macht mal so vielleicht augenmaßmäßig so drei Ebenen höher als der Berg ist. Dann sind wir auf der sicheren Seite, dann ist es nicht zu niedrig und dann passt das schon. Aber höher als drei würde ich dann auch wieder nicht gehen, weil sonst hängt das Schild ja sonst wo und das sieht dann auch nicht schön aus. Ne? Wie gesagt, drei Ebenen weiter und dann passt das Ganze. Wenn wir das dann soweit gezogen haben hoch, wollen wir das Ganze jetzt auch miteinander verbinden. Das heißt einfach die letzten zwei Ebenen, denn ziehen wir jetzt einfach noch die Eisengitter dann einfach bis zur anderen Seite. Und jetzt könnt ihr darauf achten, na, ob die jetzt auch wirklich synchron gebaut hat, weil sonst geht das am Ende nicht auf. Ne, verbinden wir uns einfach mal oben die letzten zwei Schichten. Also bei mir geht das perfekt auf. Ich habe synchron gebaut und dann sieht das so ein bisschen aus. Ja, wenn ich so zur Folge sehe, sollte das Ganze so augenmaßmäßig passen. Also so drei sollte man schon höher bauen. Dann geht das auf. Ne, dann haben wir da noch so ein bisschen eine kleine Luftlinie. Darüber, wenn wir, sag ich mal, hier so ein bisschen stehen. Ja, das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. So, wir nehmen aber noch mal kurz die Eisengitter zur Hand. Und zwar an den Seiten befinden sich noch ein paar Fähnchen. Da würde ich mal sagen, ganz vorne setze ich mir dann noch mal... Oh, oder doch auf der Hinterseite. Ich habe so ein bisschen jetzt überlegt, wie ich was mache. Ich habe mir noch einmal rote Wolle kurz rausgeholt. Und zwar befinden sich an den Seiten noch ein paar Fähnchen. Ha, in diesem Maßstab, sich so eine kleine Fahne zu basteln, ist auch gar nicht mal so einfach, ne? Hm, ich weiß selber noch nicht genau, wie ich mir die hier machen will. Hm, ein bisschen ausprobieren. Aber einfach so mit roter Wolle, so zwei vielleicht so ein bisschen schräg. Platziert man sich noch ein paar Fähnchen. Ich würde mal sagen, die Fähnchen macht man auf der Rückseite. Das wirkt einfach am besten, finde ich. So ein bisschen, wenn man von vorne guckt. Ja, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich die Fahne machen will.
Immer live dabei sein, wenn man hier sich was ausdenkt, wie man es bauen könnte. Also ich würde die Fahne erstmal so lassen. Ne, man kann da immer noch ein bisschen dran rumexperimentieren, aber jetzt erstmal geht das Ganze. Ich möchte mich da jetzt auch nicht so lange mit aufhalten, wie man sich da so oben eine kleine Fahne hinbastelt. So, jetzt kann man sich noch überlegen, was könnte man machen. Ja, ich nehme noch einmal hier meine Eisengitterzahn. Und zwar wollen wir hier dann noch ein bisschen die Höhle bearbeiten. Zum einen kann man jetzt, sag ich mal, hier, falls du dir das hier mit Keramik so ein bisschen gekennzeichnet hast, hier noch so ein bisschen das mal austauschen durch Graswart. Und ich sehe gerade, ich habe ein bisschen geschlüdert, weil hier unter ist keine Keramik. So, jetzt sieht das gleich viel besser aus. Jetzt kann ich hier mal kurz hier überprüfen, habe ich überall hier unter Keramik gemacht. Das wirkt halt einfach nicht so schön mit dem Gras. Also diesen Graspfad, wenn man darunter, sage ich mal, nicht den gleichen Block nimmt, weil dann sieht man das immer. So, ja, Markierung, wie gesagt, macht man weg, dass wir hier Graspfad überall haben und dann kann man hier innen drin sich das so ein bisschen ausfüllen. Ich finde das ja auch ein bisschen, sage ich mal, zu riesig, die Höhle, wenn ich die jetzt komplett nutzen will, sage ich mal, für meinen Panda. Und daher, was machst du da unten? Hallo? Immer dieser Panda, der ist ja immer in die Ecken hier von unserem Gehege reinklettern, muss die noch nicht fertig sind. Mensch, 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 du bist mir einer. Ja, aber jedenfalls wollen wir denn hier so ein bisschen, sag ich mal, das Gehege innen drin hier auch ein bisschen gestalten. Ich würde den gleichen Boden nehmen, wie wir das draußen haben, aber ich führe jetzt hier nicht alles komplett aus. Ich würde sagen, ja, wie groß euch das macht, ja, kann ja jeder selber für sich entscheiden, aber ich mache das jetzt nicht allzu riesig. Innen drin kann man sich natürlich dann auch noch so ein bisschen gestalten. Ich würde jetzt hier nicht unbedingt machen, dass, sag ich mal, die Zoobesucher hier reingucken können. Ich würde schon so machen, dass der Panda hier einen Rückzugsort hat, ne, sodass der für sich ist, dass ihn hier keiner irgendwie beobachtet, wie er, sage ich mal, sich hier ja ausruht. Und dann kann man das hier innen drin alles so ein bisschen verkleiden. Ne, man könnte auch eine Decke sich hier noch ziehen. Das ist dann wieder die Frage, in welcher Farbe macht man sich die Decke? Ah, würde ich einfach mal nicht so lange überlegen. Einfach hier ein bisschen grauen Beton würde ich nehmen. Sollte man das gleich hier so gerade unterbasteln? Das wirkt auch nicht so gut, wenn das hier glatt ist. Ich würde mal sagen, dann machen wir am besten, dass es, sage ich mal, die Decke, ja, so einer oben ist, versetzt ist. Da achtet man so ein bisschen beim Eingang. Dann kommt man hier so rein. Und so, ja, Deckenhöhe würde ich noch eine oben so ein bisschen setzen. Und dann können wir hier ruhig das alles so ein bisschen ausfüllen damit. Ne? So, habe ich mir das hier so ein bisschen alles zugezogen. Da würde ich mal sagen, ja gut, gestalten kann man sich's auch noch. Aber dazu komme ich dann erst, wenn wir draußen noch die Anlage uns ein bisschen gestalten. Ansonsten heißt es denn auch hier auf der anderen Seite, kann man sich das Ganze dann hier erstmal so ein bisschen zuziehen. Okay, ich habe mir das jetzt hier auch ein bisschen eingerichtet, ein bisschen anders gemacht, als wie ich es jetzt da gemacht habe. Und zwar habe ich hier hinten noch, du siehst es ja, noch so ein Eisengitter, naja, eigentlich mehr so ein Maschendrahtzaun habe ich mir jetzt hier hinten noch gespannt, weil in der Folge ist ja Homer, sag ich mal, da dann so ein bisschen drüber geflohen, ist er hier rausgeklettert und ich wollte das jetzt unbedingt irgendwie mit reinbauen. Da habe ich so gedacht, na gut, wie machst du das? Ist dann an sich eine Höhle. Also es ist ein bisschen unlogisch, warum da unbedingt der Zaun ist. Ne, also, zur Folge habe ich das jetzt gemacht, aber ansonsten, ob man sich das, sage ich mal, jetzt da so basteln muss, ist ihnen selbst überlassen. Ich habe dann hier unten auch so ein bisschen hellgrauen Beton gemacht, weil in der Folge war da auch so ein bisschen, ja, war jetzt nicht in der Farbe jetzt hier des Gesteins, sag ich mal, der Maschendrahtzaun darauf befestigt, sondern, na, so einen gräulichen Ton irgendwie. Naja, Homer ist ja dann auch rübergeklettert und auf der Außenanlage, sag ich mal, jetzt im Graben war ein Stinktier. Ne, falls mal in Minecraft irgendwann mal Stinktiere kommen, könnt ihr euch die ja, sag ich mal, hier unten im Graben so ein bisschen noch platzieren. Aber ansonsten, ja, lassen wir uns das einfach mal noch ein bisschen offen. Na gut, so, dann wollen wir mal ein bisschen weiter basteln. Du siehst, ich habe keine Blöcke mehr im Inventar. Das heißt, wir holen uns ein paar neue wieder raus. Aber zuallererst wollen wir natürlich noch das Schild von unserem Panda-Gehege drauf befestigen. Das heißt, wir holen uns mal ein bisschen weißen Beton raus, rote negative Stufen und Treppen. An sich hat unser Schild eine 13 Blockbreite. Das heißt, wir suchen uns erstmal die Mitte raus. Wo ist die Mitte? Könnt ihr hier vorne einmal gucken. Ne, wir haben ja immer hier nur eine Mitte. So, ich richte mich so ein bisschen nach und gucke. Zack, dann habe ich hier meine Mitte gleich gefunden. So, 13 Blöcke ist das Ganze lang, das Schild. Das heißt, wir haben jetzt hier die Mitte. Da machen wir auf jeder Seite dennoch, wie viele? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Genau, richtig, 6 Blöcke auf jeder Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum? Weil wenn wir dann 6 plus 6 sind 12, in der Mitte dann einer, also 13. So, ganz einfach haben wir uns denn hier schon mal unsere Blöcke hingemacht. Das Ganze wird ja auch super gehalten hier von den Eisengittern. Dann platzieren wir einmal auf der Unter- wie Oberseite dann einfach nochmal eine Stufenreihe. So, das wollen wir uns hier mal so langziehen. An den Seiten können wir jetzt unsere Treppen platzieren. Ja, da gibt es jetzt zwei Variationen. Entweder macht man sich, sage ich mal, das Schild so hin, dass die Treppen sich ja miteinander so ein bisschen verbinden mit der Unterseite. Oder man macht es ganz anders. Und zwar so, dass sich nur diese dünne Fläche miteinander von den Treppen verbindet. Und dann können wir noch die Treppen, oder die Stufen eher gesagt, oben und unten nochmal ein bisschen verbinden. Ich finde irgendwie, das
Sieht besser aus als das. Von daher werde ich das auf beiden Seiten machen. Aber man hat ja hier wieder freies Spiel, ne? Und dann kann jeder hier so ein bisschen sein eigenes Schild designen, wie man möchte. Ja, danach müssen wir natürlich noch den Namen von unserem Gehege raufschreiben. Ich habe mich schon gut vorbereitet. Ansonsten, das dauert natürlich ein bisschen, bis man sich die Buchstaben auf Banners dann gecraftet hat. Und falls du nicht weißt, wie das geht, wie man sich Buchstaben auf Banners craftet, verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung noch ein Video dazu, wie man sich das Ganze einfach hier in Minecraft craften kann, ne, dass da auch keine Probleme aufkommen, sich die Buchstaben denn da drauf zu platzieren. Zu guter Letzt wollen wir natürlich unser Gehege noch ein bisschen gestalten. Da holen wir uns ein bisschen Deko-Sachen raus. Noch ein paar Heuballen. Dann würde ich sagen, Fichtennadeln holen wir uns raus. Schwarzeichenholz. Baumstämme. Aber diesmal die Baumstämme, wo man keine Jahresringe sieht. Also komplett nur die Rinde. Dann ein bisschen Knochenmehl holen wir uns raus. Davon dann nochmal so ein bisschen den Bambus. Denn das Ganze soll ja ein bisschen schnell wachsen in unserem Panda-Gehege. Von daher Knochenmehl definitiv dazu holen. Dann holen wir uns ein paar Steinblöcke raus. Davon die Treppen und Stufen. Und dann holen wir uns noch ein paar ganz normale Grasblöcke. Beginnen wir erstmal mit den Heuballen. Wofür sind denn die Heuballen da? Die sind einmal hier in unserem Panda-Höhlen, dass man sich hier so ein bisschen, sag ich mal, hier ein paar Heuballen platzieren kann, ne? Dass der Panda hier nicht einfach so auf den kalten, nassen Boden schlafen muss. Ne? Platzieren wir ihn hier so ein bisschen Heu rein. Ne, kann man ja auch noch so ein, ja, weiß ich, eine Trinkquelle sich hier noch so ein bisschen platzieren, wenn man möchte. Ne? Ansonsten so ein Heubett, weil in der Folge lag der Panda halt auch ein bisschen auf so ein Heubett. Ne? Man kann hier gerne hier auch nochmal was sich hier platzieren, so ein bisschen. Ne, so einfach so ein kleines Heubett, ne, dass der Panda drauf schlafen kann. Ne, man kann sich die Höhle noch ein bisschen mehr gestalten, aber dazu komme ich dann am Ende. Da werde ich das noch ein bisschen weiter ausbauen. In der Folge sah man eigentlich relativ gut, wie das Panda-Gehege aussah. Ich kann euch das Bild ja immer gerne einblenden. Wir haben insgesamt 5 Grünflächen, die wir uns hier so ein bisschen platzieren wollen. Wir haben eine Grünfläche einmal hier. Ich platziere mir einfach mal jetzt hier einfach mal einen Grasblock, ne, um sich das ein bisschen deutlich zu machen. Wir haben dann noch eine zweite hier. Die dritte befindet sich dann natürlich hier hinten einmal in der Mitte. Und dann machen wir nochmal 2 auf der anderen Seite. Da würde ich sagen, eine befindet sich so etwa hier. Und dann noch eine so schräg da vorne. Auf den grünen Flächen befindet sich dann hauptsächlich viel Bambus, was sie da gepflanzt haben. Und das können wir dann hier auch so ein bisschen darstellen. So ein bisschen kann man sich dann hier die Grünflächen platzieren. Sollte nicht so doll übertreiben. Ne, man kann das halt sich ja, gestalten, wie man möchte. Ne, aber nicht so doll. Weil in der Folge war halt nur in den Ecken so ein bisschen Bambus platziert. Ist aber nicht alles. Es sind noch ein paar Steine und sowas da, sag ich mal, im Gelände. Ich würde mal sagen, für die Steine nehme ich auch richtige Steine. Man könnte auch das Gestein nehmen, wie sich, sag ich mal, hier so ein bisschen, unser Berg halt aus Keramik sich befindet. Ne? Kann man auch so ein bisschen mixen noch. Ansonsten war ein großer Stein, wenn ich das sah, in mehreren Szenen, sag ich mal, hier so vorne. Da kann man, sag ich mal, sagen, sich so einen normalen Stein so schräg davor so ein bisschen was platzieren. Ja, würde schon sagen, so ein bisschen in der Ecke kann man sich einen Stein dann da so ein bisschen dekomäßig hinmachen. Ja, ein bisschen getüftelt habe ich hier und dann habe ich mir hier so ein bisschen den Stein so reingesetzt. Der Panda kann nicht rüberklettern, keine Sorge, weil hier sind immer noch die Barriereblöcke und wenn man selber nicht rüberhüpfen kann, dann kann der Panda auch nicht darüber. Ja, außer man kann fliegen wie ich, aber man kommt nicht rüber. Dann kann man sich hier auch so ein bisschen dekomäßig noch so einen Stein vorne ransetzen. Aber das ist nicht der einzige Stein. So ein bisschen verteilt sind noch ein paar. Ich kann ja mal so ein bisschen gucken, wo war was. Also ich setze mir einfach mal so ein bisschen was hin. Also hier war so ein bisschen so ein kleiner Steinhaufen. Würde ich mal sagen, kann man sich noch so etwa hier noch so mit ein bisschen Steinhaufen hinsetzen. Und wenn ich richtig hier sehe, dann ist noch hier hinten ein bisschen so ein Steinhaufen, die man sich dann hier so ein bisschen noch platzieren kann. Ja, so ein bisschen kann man sich das hier so platzieren mit den Steinen. Ansonsten kann man auch noch ein bisschen, sag ich mal, sich die Keramik an sich rausschnappen und dann vielleicht auch hier noch so ein bisschen, sag ich mal, unseren Berg so ein bisschen rausholen, wenn man möchte, ne, um sich hier noch so ein bisschen was zu platzieren oder noch ein bisschen weiter, sag ich mal, hier so ein bisschen was sich noch zu machen. Ja, man muss halt ein bisschen tüfteln und so ein bisschen gucken, wie man sich das Ganze doch denn hier noch so ein bisschen halt gestalten möchte. Man sollte auch darauf achten, dass, sag ich mal, der Panda, der nicht irgendwie doch mal hier irgendwie hochkommt, von daher mal ein bisschen darauf achten, dass ihr euch das hier nicht wie so eine Treppe denn hier nach oben bastelt. Aber ich glaube, der sollte da nicht da hochkommen. Ja, so ein bisschen. Okay, so, dann haben wir das auch wieder so ein bisschen. Jetzt fehlt noch eine Sache und zwar befindet sich noch ein großer alter ein alter trockener Baum noch auf dem Gelände. Und zwar genau hier in der Mitte, der sich da so noch so ein bisschen befindet. Den kann man dann hier natürlich dann auch so ein bisschen, sag ich mal, sich hier anbauen. Lasst mich auch mal ein bisschen kurz tüfteln hier so ein bisschen. Ja, so ein bisschen kann man sich dann hier noch so einen alten, vertrockneten Baum nur so ein bisschen darstellen. War ja auch so ein bisschen da. Ja, ansonsten, ja, was kann man sich noch so machen? Natürlich noch so eine kleine Wasserstelle vielleicht für unseren Teddybär.
Ich habe jetzt einfach mal standardmäßig einfach einen Kessel mit Wasser gefüllt, weil irgendwie auf dem Bild sieht das auch so aus, ob die da einfach so eine Wasserschüssel den ja, Panda-Bären einfach ein bisschen gegeben haben. Ich würde mal sagen, wir haben ja dann auch an sich zwei Panda-Bären, dass wir die vielleicht so ein bisschen verteilen, nicht, dass sie sich dann ein bisschen zanken, wer hier welchen Wassernapf benutzt. Ne? Also machen wir mal zwei davon so ein bisschen hin. Dann haben wir an sich unser Außengehege von unserer Panda ja auch schon fertig. So, jetzt kommen wir aber noch ein bisschen, sag ich mal, ach nee, Quatsch. Bevor wir jetzt reingehen in unseren Panda, wollte ich noch mal kurz auf der Rückseite was euch sagen. Und zwar auf der Rückseite, wo sie schon, sag ich mal, das Panda-Gehege so gut wie verlassen haben, da hat der Homer mit Lisa ein bisschen gequatscht. Und auf der Rückseite befand sich dann, sag ich mal, natürlich hier auch noch so ein bisschen hier das Geländer und so. Und da waren auch so ein paar Büsche platziert. Da mache ich jetzt einfach mal Fichtennadeln. Da kommt das natürlich auch drauf an, ob du hier dann hinten auch vielleicht noch sowas basteln möchtest. Da waren auch so ein paar Bänke noch so. Da habe ich mir einfach auch hier so ein bisschen hingebastelt. Aber, naja, so Deko-mäßig kann man sich ja dann hier auch noch ein paar Büsche oder sowas platzieren. Na, ja, so ein bisschen Deko-mäßig kann man hier schon ein bisschen rumwuseln und sich dann hier noch ein paar Büsche platzieren. Bei meinen Bänken hier eigentlich relativ simpel aufgebaut, umgegliederte Treppen, ein paar Stufen noch dazwischen und dann halt als Lehne von der Bank einfach ein paar Falltüren. Ja, dann kann man sich hier auch einfach so eine schräge Bank ein bisschen machen. Ist ja mal ein bisschen knifflig, bei schrägen Ecken sich eine Bank hinzubasteln, aber ich finde, das geht noch so ein bisschen, wie ich das hier hingekriegt habe. Nee, ich glaube, das erkennt man noch, dass es eine Bank ist. Ich habe nochmal so ein bisschen überlegt, wie man sich hier, sag ich mal, die Höhle so ein bisschen gestalten kann. Ne? Wir haben ja, sag ich mal, hier ein bisschen Heu ausgelegt, ne? Dass der Panda sich hier drauf legen kann. Ich habe ja nochmal hier innen drin auch nochmal eine Wasserschüssel gemacht, ne? Dass er nicht extra in der Nacht nochmal rauslaufen muss. Und ich habe hier noch ein bisschen die Wände ein bisschen mehr hier mit unserer Keramik ausgebaut, dass es doch ein bisschen höhlenartiger so ein bisschen aussieht. Ne? Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig hier. Und das wäre dann auch unser Panda-Gehege, so ein bisschen jetzt hier in unserem Zoo. Ne, wie gesagt, da muss man mal gucken, wie man sich das macht. Vielleicht den Berg auch noch so ein bisschen anders gestalten. Ne? Es ist halt dann auch eine Zeitfrage, wie viel man jetzt reinsteckt, ne? Um den Berg sich hier so ein bisschen berglicher aussehen zu lassen. Ach Mensch, ist wieder gut deutsch hier, Hotdog. Meine Güte. Naja, aber ich möchte meinen Panda-Bären nicht alleine lassen, wie bei den Simpsons. Ich mache hier noch einen zweiten rein, denn ich finde immer die Pandas, die... Ja, sind traurig, wenn sie alleine sind. Leider kriegen sie manchmal auch so ein paar Tränen in den Augen, setzen sich hin und schmollen, ne, sind alleine. Und daher machen wir noch einen kleinen Kuppel hier hin. Ne, dann sind sie wenigstens zu zweit. Ja, und das ist dann mein Panda-Gehege. Mal ein etwas anderes Baututorial. Aber ich finde irgendwie, man sollte schon hinkriegen. Ha, ja, na gut. Ja, jedenfalls Panda-Gehege gebaut. Und dann der Plan für den Zoo, der steht jetzt schon so ein bisschen. Also ich werde mir jetzt hier hinten noch so ein paar andere Gehege hinbasteln. Ich habe mir noch was aus der Spiel-App ausgesucht, was hier noch so ein bisschen hinkommt. Ob das denn auch als nächstes jetzt kommt, weiß ich nicht ganz genau. Aber ich weiß schon, was ich mir da so ein bisschen hinplan. Genauso will ich hier noch ein, zwei Gehegearten so ein bisschen basteln, wie man, sage ich mal, Tiere in Minecraft sich ein bisschen halten kann. Bei den Simpsons aus anderen Zoo-Folgen haben sie da schon ein bisschen was gezeigt. Und dann wollte ich eigentlich noch, dass mein Zoo, weil so viele Gehege gibt es jetzt auch nicht bei den Simpsons, dass man jetzt sagen kann, da können wir jetzt massig bauen, werde ich hier noch so, sage ich mal, einen kleinen Wasserpark oder so SeaWorld-mäßig von den Simpsons ja auch noch so ein bisschen mit reinbauen, was ich mir dann da so ein bisschen gedacht habe, dass ich mir das da so platziere, also mit so einem Anschluss hier an dem Zoo. Naja, jedenfalls unser Panda-Gehege steht. Ich bin eigentlich zufrieden damit, wie das jetzt aussieht. Kann mich dann davor auch safety hinstellen und dann, ja, verabschiede ich mich hier von dieser Folge. Ich wünsche dir viel Spaß natürlich dann auch hier bei deinem eigenes Panda-Gehege zu basteln und dann stelle ich mich da vorne safety hin und sage nur eins zu dir und zwar ganz einfach, tschüss.